Gott liebt den Sünder, aber hasst die Sünde. Ist diese Aussage eigentlich eine biblische Aussage und stimmt sie überein mit dem Wort Gottes? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Diese Aussage, Gott liebt den Sünder, aber hasst die Sünde, ist ein geflügeltes Wort, aber es ist keine biblische Aussage, es ist kein Wort Gottes und insofern schon mit Vorsicht Hand zu haben. Nun, richtig ist, Gott verabscheut die Sünde, denn er ist durch und durch heilig. Er ist vollkommen heilig und rein. Sein Wesen ist Licht und Heiligkeit und nichts Finsteres ist an ihm. Und er muss sich von allem distanzieren und trennen, was nicht in Übereinstimmung ist mit seinem Wesen und mit seiner Person. Gott ist heilig, heilig, heilig. Die Bibel verdeutlicht das mit dieser Epizeuxis, um zu zeigen, nichts Unreines, nichts Sündiges, nichts Finsteres ist an dem lebendigen Gott. Er muss sich von allem distanzieren, was nicht vollkommene Übereinstimmung ist mit seinem Wesen, mit seiner Person. Richtig ist auch, dass der Mensch dagegen vollkommen Sünder ist. Jeder Mensch, der geboren wird, ist Sünder, denn er hat eine sündige Natur in sich, einen sündigen Kern, ein sündiges Wesen in sich und aus dieser sündigen Natur kommen sündige Werke, Taten, Gedanken, Worte. Und deshalb kann der lebendige Gott mit diesem Mensch keine Gemeinschaft haben. Er muss sich vollkommen distanzieren von einem sündigen Mensch. Und nicht nur das, sondern der Mensch steht so, wie er geboren wird, unter dem Zorn Gottes, unter dem Gericht, unter dem Urteil Gottes. Denn der lebendige Gott muss in allerletzter Konsequenz die Menschen verurteilen zur ewigen Verdammnis, zur ewigen Gottestrennung, Gottesferne in der Ewigkeit aufgrund ihrer Sünde und sündigen Natur. Nun, es heißt, Gott liebt den Sünder, aber hasst die Sünde. Da könnte man meinen, Gott trennt die Person von ihren Werken. Das ist aber falsch. Gott sieht die Person und ihre Werke immer als vollkommene Einheit. Der Mensch ist vollkommen verantwortlich für das, was er tut, ist vollkommen verantwortlich für Gott, für seine Werke. Und deshalb nimmt Gott keine Trennung vor von der Person und ihre Werke, sondern Gott muss die Menschen verurteilen zur ewigen Gottesferne aufgrund ihrer Werke, aufgrund ihres Unglaubens. Nun, Gott liebt den Sünder, aber hasst die Sünde. Nun, Gott liebt den Sünder insofern, dass der lebendige Gott nicht will, dass der Mensch in die ewige Gottesferne kommt. Denn er hat ihn ja erschaffen, um Gemeinschaft zu haben mit den Menschen. Es sind ja seine Geschöpfe und er will Gemeinschaft haben, jetzt schon auf der Erde und aber auch in der Ewigkeit. Weil er die Menschen liebt, will er sie retten aus dieser Gottesferne. Und das ist seine Retterliebe, die der lebendige Gott hat zu den Menschen. Und weil er nicht will, dass sie verloren gehen, ist Gott selbst auf die Erde gekommen in Jesus Christus, ist gestorben und auferstanden für die Sünden, damit die Menschen nun die Möglichkeit haben, gerettet zu werden von dieser ewigen Verlorenheit, von dieser Verdammnis. Das ist also eine Retterliebe, die Gott den Menschen entgegenbringt. So sehr hat Gott die Welt, das heißt die Menschheit, geliebt, dass wenn sie an deinen Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also die Aussage ist, Gott liebt den Sünder, aber hasst die Sünde, ist kritisch und vielleicht auch falsch zu verstehen. Eigentlich müsste es heißen, der Mensch ist sündig und verdammungswürdig, aber weil Gott ihn liebt, will er ihn erretten aus dieser Verdammnis, aus dieser Verlorenheit. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, diese Aussage besser zu verstehen. Falls du aber noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses Video an.